Willkommen zu einer neuen Folge vom Bussimulator 16. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid heute am Dienstag und ja, ich bedanke mich für euer Feedback. Vielen, vielen Dank dafür. Also wieder sehr viele Kommentare und ja, darauf werde ich in dieser Folge eingehen und ja, wie soll ich jetzt anfangen? Das ist natürlich schon, ja. Wir fangen erstmal an mit einer neuen Linie. Warum ich das so mache, werde ich euch dann in dem Video erzählen. Ich habe wieder eure Linienwünsche ausgekramt. Ich hatte die ja sozusagen erstmal gelassen oder wollte ich nicht umsetzen. Erstmal, weil es passte mir nicht so ganz die Linienvorschläge. Ich habe die genommen, die mir auch gefallen haben. Aber habe ich gemerkt, ja, durch einen Kommentar, darauf gehe ich ein. Ja, das kannst du auch nicht machen. Das ist unfair und deswegen werden wir jetzt gemeinsam wieder eine Linie erstellen. Und da habe ich irgendwie richtig Bock drauf, dass wir mal wieder gemeinsam eine Linie erstellen. Und ja, und zwar habe ich mir aufgeschrieben, einmal hier von der Birkengasse bis zum Einkaufszentrum. Und da beginnen wir da. Auf jeden Fall, da können wir vom Depot losfahren, schön, sag ich mal. Dann über Stadion, dachte ich mir so, Theresienstraße, Mozartstraße und dann, das Coole ist nämlich, ich schau mal ganz genau, dass wir einfach mal von der anderen Seite, ja sag mal, durchs Einkaufszentrum fahren oder ans Einkaufszentrum ranfahren, ne? So dass wir auch mal hier die Theresienstraße und die Mozartstraße mehr, ja, beleben, mehr Passagiere da mitnehmen oder Fahrgäste. Und das sind schon 5 Haltestellen. Da habe ich gesagt, ja, 5 Haltestellen. Und das Ende, nee, das kannst du auch nicht machen. Die werden wir da noch erweitern. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass wir einfach mal die Ringstraße Nord noch mitnehmen, die Königsbrücke und der Hauptbahnhof an der Königstraße. Und dann können wir nämlich sagen, okay, wir haben es geschafft, wir fahren wieder zum Depot. Und ja, das ist ein schönes Ende. Ich finde, das hat was. Und ja, ich würde sagen, die fahren wir jetzt. Die fahren wir jetzt erstmal und dann gehe ich auf eure Kommentare ein, auf das Feedback und so weiter. Weil ich glaube, wir müssen uns mal ein wenig unterhalten, sag ich mal. Nein, alles gut, alles gut. So, ich freue mich ja immer wieder, dass ihr so viel Feedback da lasst und Kommentare. Wir möchten ihn nicht fahren, ich bin eben umbenennen nochmal, ne? 4028. Ne? Möchte er nicht? Okay, machen wir es so. So. Okay, dann werden wir die mal fahren. Ja, wir müssen später noch einen neuen Bus kaufen und einen Fahrer einstellen und... Oder eine Fahrerin. sorry, jetzt geht's auf. Genau. A37, der ist heute dran. Den werden wir heute mal wieder fahren. Machen keinen Schnellstart. Umgekehrte Strecke. Nee, machen wir nicht, weil wir wollen mal wieder... Also, wir können auch mal wieder umgekehrt fahren. Ja, haben wir lange nicht mehr gemacht, sag ich mal. Aber diese Linie sind wir noch gar nicht normal gefahren, ne? So. Auf geht's. Auf geht die wilde Fahrt, sag ich mal. Ja, ihr habt mir vorgeschlagen, kann ich mal so sagen, ich habe ein sehr langes Feedback bekommen von einem Zuschauer, der schon sehr lange dabei ist, es sind sicherlich auch einige, andere Zuschauer lange dabei, aber es gibt da so einige, die lassen wirklich sehr schönes Feedback da und ausführlich, da versteht man auch, okay, der möchte jetzt das sehen und, ja, das ist schon verständlich und deshalb werde ich das eine oder andere auch so umsetzen, weil, ja, ne? Oh, schöner Bus. Ich sag, warte mal, das ist ja schon dir, das ist ja schon dir Bus, geil. Oder der LS-Bus. Immer so schön. Ja, wir gucken jetzt hier nochmal einmal alles an, ne? Ich fahr jetzt mal los. Ja, aber auch andere haben Feedback dagelassen. Dankeschön dafür. So, machen wir das... Ist ja das Gleiche mit diesen Bus anschalten immer, ne?
Ihr kennt euch da, ihr wisst ganz genau, okay, jetzt muss er das drücken. Oder er klickt immer erst links, dann rechts. Wisst ihr wahrscheinlich alles schon. So, jetzt geht's aber los. Ja, genau. Geschwindigkeitsbegrenzer. Machen wir an. So. Und dann links abbiegen. Ach, guck mal. Eine Mission. Ja, nee. Mission kennen wir ja mittlerweile schon. Diese zwei Stück. So. Bleibt da stehen. Danke. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Ja, es ist nun gleich mal eine rote Ampel. Perfekt, um ein wenig zu quatschen. Ja, da ging's. Uiuiui. Alles klar? Alles gut. Und zwar hat der, ich sag jetzt einfach den Namen, Daniel, mir geschrieben, dass ich ja alle Strecken löschen könnte. So ist er angefangen. Wir müssen weiterfahren. Und dass ich dann halt für jeden Tag eine gewünschte Strecke sozusagen erstellen könnte. Aber auch nur mit, sagen wir mal, jeweils 6 Bushaltestellen. Dass ich auch in einer Folge eine Linie fahre, sodass es zeitlich sich ausgeht, ne? Wir müssen links. So. Ja, hupt ihr, man. Und ja, das mit dem zeitlichen Ausgehen, sag ich mal, dass sich das zeitlich ausgeht, das kann ich verstehen. Das ist natürlich, wäre immer besser. Habe ich das auch schon mal erklärt? Macht das ungern, wenn man mit einer Folge abbricht. Aber manchmal ist das dann schon ziemlich lang und ich weiß auch nicht, ob sich das dann auch angeschaut wird, wenn es da wirklich so lange geht. Und aber das mit dem Linien löschen, da bin ich gegen. Also das werde ich auch nicht machen, weil wir haben so viele Linien erstellt, die werden alle befahren und ne, Leute, das ist einfach, also es ist ein schönes Gefühl, wenn man Angestellte hat, die sich darum kümmern, dann diese Linien mit den Bussen, mit unseren Bussen zu befahren. Zweimal Schülertag. Und okay. Achso, ja. Vielen Dank. So. Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Ach, was ist denn los hier? Einmal nochmal Woche. So. 2, 4, 6, 7. Bitteschön. Danke. Einen schönen Tag. Ich brauche nur eine Fahrkarte. So, jetzt wieder. 2,80. Wie immer. Danke. Hallo, Trainer. Einen schönen Tag. Ich kann heute nicht zum Training kommen. Ich bin ausgerutscht und es tut etwas weh. Anscheinend wird es schnell verheilen. Das hat auf jeden Fall der Arzt gesagt. Gut, bis zum nächsten Training. Tschüss. Na, passt jetzt alles? Ja. Ich hoffe, ich habe das Feedback richtig verstanden mit diesen Linien löschen. Aber es da ist bin so ich... heiß hier drin. Schalten Sie bitte hier die Klimaanlage ein. Nächster Halt, Stadion. Da bin ich ehrlich gesagt gegen. Abgelehnt. Hä? Ach, Klimaanlage. Oh, ja. Ich hab's ein bisschen wärmer gemacht. Kann das sein? Scheiße. Entschuldigung. Das ist, wenn man wieder so in Gedanken ist. Ja. Wir machen es aber wieder kühler. Sofort. So. Ich hoffe, das ist so besser. So. Das ist grün. Wir können. Alles gut? Ja, alles gut. Wir wollen ja keinen hier mitnehmen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Aber es geht sofort weiter. Stadion. Ich möchte eine Einzelfahrkarte für Schüler. Einmal Schüler, Einzelfahrt. Einmal Schüler, Einzelfahrt. Genau. Und dass ich dann zum Beispiel jeden Tag halt eine neue Strecke erstelle, finde ich eine coole Idee. War ja jetzt erst, sagen wir, ja. Erst, ich habe halt überlegt, wie kannst du es am besten machen? Es soll ja weiter spannend bleiben. Ja, komm, fährst du erstmal wieder die alten Strecken, ne?
Aber, na, ich weiß nicht. Es ist auch irgendwie nicht, weißt du, die kennen wir schon, dass das Problem ist. Nichts Neues. Nächster Halt. Und Theresienstraße. Man hat halt dadurch irgendwie kein richtiges Ziel mehr, weil die Strecke ist ja schon eingefahren. Wir können uns nicht mehr verschlechtern sozusagen, ne, weil das Ergebnis bleibt das gleiche. Das, ne, die Anzahl der Sterne generell, die wird bleiben. Oder die werden bleiben. Und ja, ich weiß nicht, ob das auch das Problem ist, aber also, ja. Also eine Wunschstrecke ist wahrscheinlich da damit gemeint, dass ich dann dass ich dann halt eure Streckenwünsche wieder mit einfließe, sozusagen. Habe ich jetzt eine kurze Zeit nicht gemacht, ne? Habe ich aber auch erklärt. Also gut, ich weiß, was dich aufmuntert. Wollen wir uns etwas Bubble Tea holen? Ja. Theresienstraße. Ich kann nicht. Ich habe diesen Monat schon zu viel ausgegeben. Kein Problem. Du bist eingeladen. Ich muss eine Fahrkarte kaufen. So. Danke. Eine Tagesfahrkarte für Senioren, bitte. Ja, und habt ihr da mal keinen Wunsch, dann werde ich mir eine neue Strecke ausdenken, sag ich mal. Oder wurde vorgeschlagen. Einen schönen Tag. Auch das ist eine coole Idee. Ich hoffe, mir gehen dann nicht die, ja, wie soll ich jetzt sagen, selber die Vorschläge aus, wie wir es machen können. Oh, noch nicht abbiegen. Wir müssen noch ein bisschen weiterfahren. Das ist halt immer das Problem. Nächster Halt. Aber ich habe das Gefühl, ihr werdet schon einige Vorschläge wieder in die Kommentare schreiben. Und das könnt ihr jetzt auch gerne machen, ne? Ich werde mir das notieren und wir werden die dann durchgehen. Ich kann euch natürlich immer nicht versprechen, wann eure Linie oder eure Wunschlinie dran sein wird. Da müsst ihr dann halt, ich sag mal, immer mal wieder einschalten. Hört sich jetzt ein bisschen stumpf an. Aber nur so seht ihr es dann halt, ne? Ob das dann eure ist. Ich kann natürlich sagen, okay, diese Linie wurde sich gewünscht von, ja, Pusemuckel. Keine Ahnung, Pumuckel. Ich weiß nicht, also das kann ich gerne dazu sagen. Das müsst ihr natürlich auch. Oder da müsst ihr einstimmen, ne? Weil ich weiß nicht, ob das, einige möchten, dass man den Namen nennt, andere nicht. Das ist halt immer das Problem. Wobei, einige möchten das ja auch ganz gerne, dass sie erwähnt werden. Der Bus sieht cool aus, muss ich sagen. Ja, und das war jetzt dann mal so mein Plan so, dass ich dann eure Vorschläge, wie gesagt, mehr mit einbeziehe. Also bezüglich der, also allgemein Vorschläge mache ich ja eigentlich auch nicht. Nur, dass wir halt wieder mehr wirklich auf Linienerstellung gehen. Das ist ein bisschen. Okay. Warum scheinen die Lichter da so durch den Tacho, sag ich mal, von dem Auto. Alles klar. Also die Lichter vom Auto durch mein Tacho. Alles klar. So, ja, eure Linienwünsche in die Kommentare. Und da werde ich die so einpflegen, ne? Werde die vielleicht, wie gesagt, erweitern noch, dass das so halt passt. Und ja, dann wurde noch gesagt, halt nicht so viele. Das wäre auch in einer Folge das so abschließen können. Eine Linie. Das halt immer, das kann man halt schlecht im Voraus planen. Ne? Man kann halt vorher sehen, ja, wie lange brauchst du ungefähr. Zum Beispiel hier ist schon wieder sehr viel, ne? Ihr seht das. Die Ampeln sind rot. Und ich sag mal, wir sind, okay, ich habe jetzt natürlich sehr viel geredet auch. Und wir sind, sagen wir schon mal, knappen 15 Minuten, sage ich jetzt mal, ne? Und das ist halt, also, ne, wir müssen jetzt noch einige Haltestellen anfahren. Und das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit. Das kannst du vorher, auch wenn du 6 Bushaltestellen hast und die verteilt sind, ne, kannst du auch
schwer sagen, ja. Man weiß ja auch nicht, wie ist zum Beispiel Feiertag. Dann wirst du lange brauchen, auch weil sehr viele einsteigen möchten. Weil wir haben ja das Kassieren aktiviert. Und das soll ja auch weiter so bleiben, weil es dann spannender ist. Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Danke, mein Lieber. Ja. Ihr fandet natürlich auch ein bisschen schade oder findet ein bisschen schade, dass es halt nur eine Map gibt. Und das da jetzt, also ja, es gibt halt nur eine Map. Die wurde noch nicht so erweitert, sag ich mal. Und ihr habt da auch ein bisschen Bedenken, dass es halt... Nächster Halt, zu, also, Einkaufszentrum. Dass es halt langweilig wird dadurch. Ja, das ist auch... Also ich habe ja da auch ein bisschen Bedenken, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, da wird noch irgendwie was kommen. Natürlich auch durch Busse. Durch neue Busse wird es wieder spannender, durch neue Features. Da bin ich auch mal gespannt, was da noch kommen wird. Wir haben da ja schon einige Details bekommen von den Entwicklern oder auch Publisher. Da bin ich mal gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickeln wird. Also es muss wirklich regelmäßig was kommen, sag ich mal. Auch was eigentlich Kartenerweiterung angeht. Es wäre super. Also und wenn es nur, sagen wir mal, für ein paar Euros ist, ne? Ist ja auch, wäre jetzt auch nicht schlimm. Könnte man sich ja mal einfach überlegen, anschauen. Einkaufszentrum. Ja. Wie gesagt, dieser Bus, dieses Bus-DLC. Ich brauche eine Fahrkarte für die ganze Woche. Jo, das eine Schülerfahrkarte. Ja, er sagt ich auch. Danke, mein Lieber. Genau, das erste DLC war ja auch nicht so teuer, sag ich mal, ne? Wobei wir, muss ich ja auch ehrlich sagen, was ist da los? Ich glaube, wir haben das von Astragon Key bekommen. Ist ja auch nett, ne? Nächster Halt, Ringstraße Nord. Aber ich denke, ich hätte es mir auch so gekauft, weil diese paar... Hallo! Monsieur, wie spät ist es? Die waren schnell unterwegs. Ich weiß es nicht, aber wir liegen gut in der Zeit. Keine Angst. Ich möchte Mama nicht schon wieder verärgern, mein Gott, wenn wir zu spät dran sind. Wir sind nie zu spät. Sie ist nur immer zu früh dran. Vorsicht! Hey, sag mal, die haben so nicht mehr alle, oder? Was sagt ihr dazu? Das ist... Ja, guckt ihr, Mann. Weil, ja, ich sag mal, diese paar Cent, diese paar Euro ist jetzt nicht viel, ne? Kann man sich das mal zulegen. Und vor allem, wenn man es viel spielt, das Spiel, ne? Das ist auch so eine Sache. Und jeden Tag erscheint bitte eine Folge. Bitte überlassen Sie Behindertensitzplätze, wenn sie von behinderten Personen benötigt werden. Ich sag mal aktuell noch, ne? Muss man schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Weil ich habe ja schon mal erklärt, irgendwann kann halt mal die Luft raus sein. Aber ich probiere das halt alles gut. So. Möglichst spannend zu halten hier. Auf eure Vorschläge, euer Feedback einzugehen. Und dann werden wir es irgendwie... Ringstraße Nord. Ups. Ja, sag mal, packen. Hört sich jetzt ein bisschen, ja, dramatisch an. Oh, ich kann ohne die Rampe nicht einsteigen. Nett. Sie sind der Coolste. Ja, und dann soll ich mal so eine Folge machen, da wo ich wirklich einen auf Straßenraudi mache, ne? Da wo ich wirklich mal, Kackebau über rote Ampeln fahre und ja, zu schnell fahre und ihr wollte sehen, was da halt passiert. Nächster Halt, Königsbrücke. Was wir zahlen müssen, also wo sind die Grenzen bei diesem Spiel und finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Ihr wisst, ich bin da eigentlich kein Freund von, ne? Dass wir hier so, also es soll schon möglichst realistisch sein. Ich weiß, es ist halt nicht immer realistisch, sagen wir mal, wie ich fahre. Ich probiere mich da zu verbessern. Immer wieder, weil, ne, aus Fehlern lernt man ja. Oder es kann halt nur besser werden. Und ja, ich darf natürlich dabei keine Menschen töten, wie ich hier geschrieben habe, überfahren, denn sonst wäre das Spiel ja direkt vorbei. Ja, also, ich werde das, also wenn wir das machen, werde ich das auf jeden Fall vorher, sag mal, in der Folge ankündigen, dass ich jetzt so eine Folge mache, ne.
weil nicht das Saum. Der fährt der eine scheiße Saum. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wirklich. Ne, müssen wir vorher dann. Oder sage ich dann voll Bescheid. Ich brauche die Rampe, bitte. Auf jeden Fall. Oh, Sie haben mir den Tag gerettet, mein Herr. Bitteschön. Ja, ich weiß nicht jetzt drüber, aber auch da, ne, wir sind gerade mitten im Thema drin. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, dass wir das mal klären sollten. Das hört sich jetzt irgendwie alles so dramatisch an, ne? Aber ich finde... Ich habe ein Online-Video gesehen, in dem erklärt wird, wie sich die Farbe der Augen abhängig von der Ernährung ändern kann. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, einfach. Was? Nächster Halt. Hauptbahnhof. Pigmente der Augen ändern sich nicht einfach, wenn du etwas anderes Dies isst. Dies ist der letzte Halt. Natürlich. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Wieso sind wir eigentlich miteinander befreundet? Genau, und da wurde auch noch geschrieben, sollte mal keine neue Linie kommen. Dann kann ich auch zum Beispiel eine alte oder die Linie, die ich davor gefahren bin, umgekehrt fahren. Können wir alles machen, wie gesagt. Ja. Wollen wir mal schauen, ist halt immer so eine Sache, wie viele Wünsche letztendlich zusammenkommen, ne? Und da bin ich auch gespannt, ob, ja, wie sich das zusammen entwickeln wird. Weil ich, ist halt die Frage, ob euch das, ich habe Angst halt, dass euch das dann zu langweilig wird momentan hier so, weil ihr seht, es ist immer das Gleiche, habt ihr ja geschrieben. Ja, deswegen auch eine neue Karte, wäre nicht schlecht, sag ich mal. Oder Erweiterung. Abwarten. Abwarten, was da kommen wird. Momentan, sag ich mal, kann man das Spiel noch spielen. Wow, wir rollen. Okay. Also nicht falsch verstehen. Also nicht, dass ich das Spiel jetzt... nicht gerne spiele, hört sich wahrscheinlich jetzt so an, ne? Aber auf jeden Fall ist, wie gesagt, mit euren Vorschlägen, Umsetzen, Feedback, das macht das Ganze pusht natürlich nochmal, also macht dann sogar noch mehr Spaß. Und ja, das probieren wir natürlich umzusetzen. So, wir müssen hier rum. Wir haben es ein bisschen eilig, weil ich weiß, ne, wir sind schon ein wenig über der Zeit. So, ganz vorsichtig. Ja, und dann ist auch die Frage, hier bei dieser Linie, werden wir überhaupt die 5 Sterne erreichen durch diesen Unfall eben? Das ist auch das Problem. Was wir wahrscheinlich auch zwischendurch haben werden, dass wir dann halt nochmal die Linie fahren müssen. Vielleicht dann umgekehrt. Das ist dann, ja, das könnte man auch machen dann, ne? Wenn wir erstmal nicht halt so gut waren, dass wir dann halt umgekehrt fahren. Es wäre dann natürlich eine Abwechslung, ne? So, Motor aus. Erstmal Lichter aus hier. Alles aus. So. So, Geschwindigkeitsbegrenzer machen wir auch aus. Und steigen aus. So. Ja. Ich hab's befürchtet. Und es ist eingetreten. Keine vollen Sterne. Das ist schade. Also, das ist wirklich schade. So, alles klar. Die sind wieder aufgestiegen. Das freut mich. Und wir können auch wieder zwischendurch Folgen machen, wo wir Busse erstellen, was auch immer, worauf ihr Bock habt. Aber die Linien werden wir jetzt mal hauptsächlich in den Folgen wieder erstellen. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen spannend dann für euch. Habe ich so mal gedacht. So, Abzüge für Unfälle 250 Euro, alles klar. So, ja, hier. Auch Herausforderungen müssen wir auch noch machen. Können wir ja mal angehen, ne? Können wir wirklich mal angehen? Machen wir auch mal. So. Ich habe jetzt noch eine Wunschlinie auf meinen schlauen Zettel stehen, sag ich mal. Die werden wir dann nächstes Mal fahren. Muss mir auch noch was einfallen. Lass mal, ihr seht, ist noch nicht erstellt, ne? Müssen wir noch mal schauen, wie wir das machen. Die müssen wir auch noch mal einfahren. Das ist halt die Frage, ob ich das jetzt... Das war dann nächste Woche eine Wunsch... Ja, ist halt die Frage. Ist halt die Frage, Leute. Oder auf, ich glaube, die werde ich in der Tat dann wieder, sag ich mal, fahren, wenn ihr nicht dabei seid. Weil wir haben ja jetzt momentan Wunschlinien und die Linie kennt ihr jetzt. Sag ich mal so. Ist halt die Frage, wie euch das vor, wie ihr euch das vorstellt. Aber auch das, wie gesagt, alles in die Kommentare schreiben. Das, was ihr auf dem Herzen habt, können wir dann gemeinsam im Video besprechen. Und nochmal jetzt zum Schluss, am Samstag, den 2.7.2016,
ist unser Abonnenten-Special, ne? Oder Abo-Special. Auf Twitch, höchstwahrscheinlich. Sag ich mal. Ab 16 Uhr. Dazu kommt aber noch ein Informationsvideo. Wir sagen es jetzt nur in den Videos schon mal, sodass ihr Bescheid wisst, ne? Weil wir freuen uns natürlich, wenn ihr möglichst alle dabei seid, sag ich mal, ne? Alle werden wir nicht zusammen trommeln können. Ich sag mal, da wird es auch Kleinigkeiten für euch geben, die uns gesponsert wurden oder werden. Ja, da sind schon einige schöne Sachen dabei. Aber es geht ja auch hier hauptsächlich um den Spaß. Und so weiter. Genau. Ansonsten würde ich sagen, war es das wieder für heute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Und ja, Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Ciao.